100 Jahre IFA. Und wie soll das anders sein? Wir besuchen natürlich auch eine Firma, die alle Produkte hat für die Schönheit, für die Gesundheit und alles, was dazugehört. Und zwar die Firma Beurer. Seit Jahren besuchen wir. Und neben mir steht Kerstin Glanzer. Wir kennen uns, glaube ich, auch schon geschlagen. 100 Jahre? Nee. Ja, gefühlt. Gefühlt, ne? Gefühlt. Genau. Kerstin, wir haben vorhin bei der Pressekonferenz gesehen, ihr habt ganz viele neue Produkte. Blutdruckmessgeräte, Blutzucker und. Einige Geräte haben wir vorhin. Und ich will jetzt unseren Zuschauern nicht vorgreifen, sondern ich will dich fragen, was hast du da Schönes in der Hand und wo kommen die Produkte her und was macht man damit? Ja, wir haben, du hattest gerade schon angesprochen, sehr, sehr viele Neuheiten mit dabei. Ich habe jetzt hier mal ein Maniküre-Pediküre-Profi-Gerät mit dabei, und zwar unser MP200. Das ist ein Maniküre-Pediküre-Gerät, ein 3-in-1-Gerät. Weil es ist so, also wir Frauen, wenn wir ins Nagelstudio zum Beispiel gehen, um Gelhände zu machen, dann kostet das A, ziemlich viel Zeit, ziemlich viel Geld, und B, werden dort verschiedene Schritte gemacht. Und wir haben jetzt ein Gerät entwickelt, das alle drei Schritte in einem Gerät vereint. Und zwar ist das einmal das Thema Nagel kürzen oder Nagel feilen oder Gel abtragen. Dann haben wir hier eine zuschaltbare Absaugfunktion. Das heißt, dass der Nagelstaub eben nicht in der Luft rumwirbelt, sondern vom Gerät aufgefangen wird. Und wenn ich mir dann die Gelnägel oder das Gel auftrage, dass ich dann die Möglichkeit habe, hier über eine UV-Lampe die Nägel trocknen zu lassen. Das heißt, ich stecke meine Nägel hier rein und über die UV-Lampe werden dann die Nägel getrocknet. Und dann habe ich eine ganz praktische Aufbewahrungsbox, wo ich dann zum Beispiel die Aufsätze hier des Gerätes verstauen kann und hier einführen kann, und alles kompakt kann in der Schublade verstaut werden. Das ist ja fantastisch. Also nicht nur für Frauen, auch wir Kerle können damit umgehen, ne? Absolut, natürlich, genau. Die Gelnägel finden wahrscheinlich weniger häufig statt, aber letztendlich genau. Also Maniküre, Pediküre hat sie allemal, plus eben diese Absaugfunktion ist natürlich ganz toll. Genau. Wie oft muss man dieses wechseln, damit man sagen kann, okay, es funktioniert oder wird es abgenutzt? Und da gibt es keine Dauer. Also in der Regel, also das Gerät liegt bei 199,99, aber vielleicht kann man so sagen, also Frauen machen in der Regel ihre Gelnägel alle 2 bis 4 Wochen frisch. Wenn ich, also da gehe ich in der Regel dann ins Nadelstudio, zahle dort zwischen 30 und 70 Euro. Das heißt, es hat sich sehr, sehr schnell amortisiert. Wollte ich gerade sagen, 199, wenn ich berechne, 10 Mal. Genau. Oh, das ist dann schon eine Summe, die, sagen wir mal, schon zu Buche schlägt. Ne? Genau, genau. Und Frauen geben ja ein bisschen mehr aus als wir Kerle oder wir Männer. Sondern, aber das finde ich schon super. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Also, meine Damen, ja, jetzt sprechen wir sich persönlich an. Sie haben es jetzt gesehen, 199 Euro. Weihnachten steht vor der Tür, Geburtstag ist auch noch und nächstes Jahr auch noch Ostern. Also Ihr Gatte oder Ihr Freund sollte sich das überlegen und vielleicht sagen, ja, damit mache ich ein Geschenk und dann habe ich die nächsten 2 Jahre Ruhe. Genau. So, jetzt hast du mir noch was Neues mitgebracht. Sieht ein bisschen futuristisch aus, liebe Zuschauer, aber hat einen großen Effekt. Ich habe mir das vorhin angeschaut und habe gesagt, genau das ist es. Das kann man machen. Was steckt dahinter oder was ist drin? Das ist unser Massagegerät MG154. Das ist speziell für die Nackenmassage konzipiert. Das hat verschiedene Massageköpfe. Das Ganze lege ich in den Nackenbereich. Und das Praktische ist, ich möchte ja vielleicht, wenn ich am Schreibtisch sitze, weiterhin am Laptop schreiben können oder wenn ich in der Küche bin, eventuell kochen können. Aber trotzdem habe ich wahnsinnige Verspannungen und brauche irgendwie eine Lösung, damit meine Verspannung gelöst wird. Und ich habe durch das Gerät die Möglichkeit, die Massage hier einzuschalten, werde massiert und kann aber durch 2 Möglichkeiten letztendlich die Hände frei bekommen. Also entweder ich schlupfe in diese Schlaufen rein, ne, kann irgendwie nebenbei was tragen, oder ich kann es auch zusätzlich hinter dem Rücken verschließen und habe die Hände dann komplett frei, habe aber trotzdem fortlaufend ein tolles Massageerlebnis. Also für alle Damen im Büro oder zu Hause oder beim Fernsehschauen, bitteschön, das ist das einfache Gerät. Aber ihr habt ja noch mehr, ihr habt ja auch Gesundheit. Also wir haben neue Blutdruckmessgeräte dabei. Das ist das Besondere, dass wir diese in Europa produzieren. Und die Blutdruckmessgeräte zum Beispiel eine Scan-and-Save-Funktion haben. Das heißt, dass ich meine Werte
einfach nur abscannen kann und die werden dann direkt in unsere App übertragen. Das heißt, ich brauche keine aufwendige Technologie dahinter wie Bluetooth-Übertragung oder sonst was, sondern mache einfach ein Bild meiner Werte und die werden automatisch dann gesaved in meiner Health Manager. Wenn ich so 5, 6, 7, 8 Mal gemessen habe und gehe dann zu meinem Doktor, dann braucht er nur auf den Knopf drücken und sieht ganz genau, wie es mir die letzten 8 Wochen ging. Das ist halt der Vorteil, wenn ich wirklich meine Werte eben speichere, safe, dann wenn ich beim nächsten Arzttermin bin, kann ich eben den kompletten Verlauf auch zeigen, ne, als Blutdruckpatient oder Bluthochdruckpatient. Und das ist ja für den Arzt total wichtig, weil in der Regel, es gibt ja auch diesen typischen Weißkittel-Effekt. Das heißt, ich gehe zum Arzt, bin total aufgeregt, mein Blutdruck wird gemessen und er ist exorbitant hoch, was er normal eben nicht ist, weil ich einfach diesen Arzt gegenüber habe. Und wenn ich aber eben zeigen kann, hier, mein Blutdruck hat sich in den letzten Wochen so und so verhalten, dann ist der Arzt vielleicht auch ganz beruhigt, wenn er sieht, okay, das ist ein Ausreißer, der ist einmal nur so hoch. In der Regel ist er aber total gut, der Morgenblutdruck, Abendblutdruck. Und das ist natürlich ein Vorteil. Vorbeugen ist dann besser als ins tiefe Loch fallen und sagen, wer hätte ich mal, wenn und aber. Also deswegen sollte man, wir sehen uns ja auch, die Geräte sehen wir ja auch hinter uns, also die BM48, BM53, das sind ja, ich habe ja auch selbst so ein Gerät für euch und ich weiß, wie wichtig das ist, weil mein Doktor ist immer messen. So. Genau. Beura hat ja für alle Bereiche was, ich sehe das Cori Fit da drüben, also man kann ja noch ganz viel bei euch hier auf der Messe über den Stand laufen und kann sich informieren. Ihr seid ja noch da bis zum 10., ne? Bis wo die Messe wieder zu Ende ist. Aber was wir jetzt mal so planen, ist ja, dass man auch mal hinter die Kulissen schaut und sagen, wir kommen mal zu euch, damit unsere Zuschauer einfach mal sehen, wo wird was produziert, Qualitätskontrolle, wo kommt das Material her, etc., etc. Das ist, glaube ich, mal wichtig, oder? Ja, sehr gerne. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen und genau, der Blick hinter die Kulissen, der ist sehr viel wert. Ja. Also, liebe Zuschauer, Sie wissen jetzt Bescheid, ne? 199 Euro, circa ein Huni, geht auch. Und dann nochmal das Blutdruckmessgerät, dann bleiben Sie gesund, bleiben fit. Und dann würde ich sagen, gucken Sie es einfach mal an, gehen Sie auf die Webseite www.beura.com. Kerstin, darf ich mich bedanken, wie all die Jahre zuvor. Und sehr ich gerne. Würde sagen, wir sehen uns spätestens dann nächstes Jahr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Genau. Ja. Vielen Dank.